Oh, ich muss mal wieder alles eintatschen, was hier rumsteht. Ja, ne? Das sind alles EP. Oh, also mit 4 Flaschen ist der kleine Tank komplett voll. Das ist ja gut. Aber trotzdem ist der Ventilator nicht an. Achso, jetzt ist er an. Okay. Ah, und gleich beim Anschalten ist er schon bei schon 3% runtergegangen. Ja, okay, jetzt hält das erstmal. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie... Achso, können wir auch... Ja, das können wir auch herstellen. Okay, also mit 3 Pflanzenprotein geht das. Hast du gerade Pflanzenprotein? Ich hab's draußen in der Verarbeitung, ja. Ah, verdammt, weil wir können den Samen herstellen, wenn du 3 Stück davon hast. Scheiße, jetzt kann ich sie mal abbrechen. 2 habe ich noch. Okay, wir müssen noch schnell noch ein drittes finden. Das war schon eine Verarbeitung. Ich schmeiß die beiden in Container. Ja, mach das. Ich glaube, hier hinten habe ich gerade. Hätte ich doch eben irgendwo einen gehabt. Hier schon mal lang gehottet bin. Aber ich merke mir das halt. Oder kann das nicht so merken, wo genau das dann immer war, ne? Sieht ja auch alles gleich aus. Ja, vorhin auch so. Alles so weiß und die Dinger sind ja auch noch weiß. Mhm. Oben drüber. Oh, hier habe ich einen. Ja. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ich war kurz vorm Verhungern. Deswegen habe ich da einfach noch reingeschmissen und gleich hier bei dem normalen. Drin hat man ja auch keinen. Jetzt gerade mal 3-mal Fleisch. Das ist auch nicht viel. Nein, nicht wirklich. Das ist eine magere Ausbeute hier. Hm? Ich muss dann wirklich nochmal im Kreis fahren. Dass wir der Nacht überhaupt überleben. Bei der Krankenstation, wa? Mhm. Ja gut, an der können wir uns auffüllen. Aber das Essen können wir nicht auffüllen. Wir brauchen irgendwas zu essen. Ja. Ich bin gleich wieder da. Das ist echt das größte Problem. Sind wir wieder da. Ist ja... Wollt ihr mir nicht Munition machen? Wiederkommen und gleich ja, vor oben stehen. Warte. Was, mir ist kalt? Ja, bitteschön. Du, ich finde das gereinigte Dankeschön. Wasser nicht. Wir das zum Bauen? Können, ja. Das ist schlecht, wenn du das nicht findest. Ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus. Also ich dachte erst, ich habe auch gar nicht reingeguckt. Drinnen, ne? Aber da finde ich also gar keinen Eintrag dazu. Ja, das war mal in der Nahrungsmittelproduktion drin. Aber auch in den anderen. Aber wieso ist denn hier Input, Ausgabe, alles doppelt belegt? Ja, das ist praktisch... der Container, von dem es sich nimmt, ist auch gleichzeitig der Container, wo es das hinbringt wieder. Und da zeigt ja von beiden die Inventare, ja. Ja. War es logisch. Achso, rechts muss ich gucken. Ja, aber ich finde es nicht. Ich kann irgendwelchen Gemüsesaft herstellen, aber kein gereinigtes Wasser. Oder war das an dem kleinen Gerät, dass man dann die Bullen dort reingelegt hat und hat gereinigtes Wasser rausgekriegt? Wir hatten doch früher mal 2 hier mal draußen stehen, weißt du? Ich gucke hier mal draußen. Ehrensaft? Nee. Klar, das muss irgendwo... Für irgendwas braucht man doch auch das gereinigte Wasser. Ja, das brauchst du für alle möglichen Lebensmittel, brauchst du das. Und für diese ganzen... Aber ich... jetzt. Gibt keinen Sinn. Also auch. Du hast den Wassergenerator, hast du den draußen hingestellt, ne? Mit Sprit. Ja. Und der bringt dir was? Wasserkanister bringt der, riesengroße. Genau. Die Wasserkanister, hier. In kleinen Konstruktor.
Da kannst du gereinigtes Wasser draus bauen. Aber ich habe den Bauplan nicht gesehen. Der ist in Rot. Ja, du brauchst ja, für... Ich habe geguckt, aber ich habe den nicht gesehen jetzt. Der ist aber auch schon so eingestellt. Direkt in der Mitte, so wie du ihn stehen gelassen hast. Der braucht für eine Flasche, braucht er einen Wasserkanister. Ne, für 10 Flaschen. Ist auch gleich neben Wasserkanister. Ah, okay. Dann ist er aber günstig. Also im kleinen Konstruktor, ne? Nicht in dem Essensding. Ja. Ah ja, er hat sogar schon wieder ein paar. Sehr schön. So, fein. Wir sind da lang. Aber hier haben wir noch Kondox. Mensch. Hier haben wir eins. Boah, ich quäl mich hier gerade den Berg hoch mit dieser Maschine, ne? Das ist eklig, ne? Ätzend. Das hier überhaupt geerntet, jawohl. So, neue Runde. Oh, ich bin schon wieder unterkühlt. Sehr schön. Oh, das hasse ich, wenn du rausgehst und bist gleich unterkühlt. Tagsüber. Kommst gar nicht richtig zum Bluten. Deswegen bin ich vorhin auch zurück. Heftig. Oh, ich habe minus 17. Hm, ja, hier wird es auch gerade kühler. Yay! Das? Oh, geht bei mir auch schon wieder los. Aber ich hatte vorne in die Richtung noch ein bisschen was zu essen gefunden. Das will ich jetzt auch mitnehmen. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Lithium kann ich auch nicht stehen lassen. Nee. Ah ja, jetzt sehe ich es. Mhm. Yippie! Das hilft uns. So, einmal Kondox. Das heißt, du brauchst dann noch mehr von diesen Materialien? Also ich guck mal, ich kann jetzt gerade... Nee, bringt ja nichts. ...eine Faserpflanze herstellen. Die brauchen wir nicht. Ist auch doof. Nee, deswegen. Das sind die einzigen Pflanzendinger, die wir da haben, ne? Aha. Ja, wir können ja die Pflanzen halt irgendwelche doofen Pflanzen herstellen. Also hier, Kaffeepflanze können wir machen, eine Space KW. Keine Ahnung, was die macht. Ach, nützliche Stimulanz, okay. Aspen, Pflanzenfarbe. Ach, den Dreckswurm meintest du? Igitt, das ist ja dieses Vergiftungsding, ne? Aha. Oh, wir bekommen 2 Samen da draus. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir brauchen noch ein 2. Pflanzenbeet. Das Damage Hoover Bike ist bestimmt Quest. Das ist das, was mir der eine heute geschrieben hatte, was? Dass du das fast gratis kriegst. Wir müssen dann mit der Quest weitermachen. Hm. Und wenn ich nicht vorher verrecke? Ich kann mal den Wurm testen. Probieren wir das mal aus, würde ich sagen. Ne? So. Hautverbrennung, nein! Corn Dog ist gepflanzt. Das ist übrigens immer noch bei 97%. Ne? Also es verbraucht sich anscheinend sehr, sehr langsam, der Sauerstoff. Bei uns in der Basis? Naja, das sollte auch so.
Ist ja. Wir haben ja Sauerstoff draußen, weißt du? Ja. Der Wurm ist schon mal fertig. Knospen gibt's auch reichlich. Mal Hautverbrennung lasse ich jetzt ticken. Den völlig um. Ich glaube, hier rechts habe ich noch. Da, Kontakt. Kann ich ja dann wieder looten. So. Ich habe auch noch ein zweites Pflanzenbeet gebaut, dass wir zumindest zwei Stück davon immer haben. Hm? Ich weiß nicht, wie der Ertrag dann hier ist, aber mal gucken. Wir gehen mal von schlecht aus. Alles andere würde mich überraschen. Befürchte es auch. Aber es ist ein Anfang. Und mir ist schon wieder kalt. Mimosa! So, wo muss ich hin? Direkt zu dir. Jawohl! Schön über das Zeug stolpern. Hm. Nee, hier sind so viele Ressourcen, die nehme ich mit. Da fahre ich nur um. Ja, mach das. Freut dich, ne? Mhm. Also die Ressourcen und das Umfallen. So. Ja, klar, natürlich. Ja, beides, ne? Yippie, juhu. Ah, ich kann das Zeugs auch hier nicht stehen lassen. Das ist alles EP. Früher hast du es mit Bergbauern gemacht. Mhm. Heute mit irgendwelchen Pflanzen. Aber es scheint mir auch nicht mehr ganz so schlimm zu sein wie noch vor, wow, wie lange, 2-3 Jahre? Da gab es wesentlich mehr EP für die Pflanzen. Über 100 gab es immer. Oh, ich habe gar nicht geguckt jetzt. Es müssten eigentlich auch immer noch 100 sein. Ich muss was essen. Ja, 100. Aber geht halt auch, ne? Also wenn du überlegst, mal 10 Pflanzen, hast du echt gleich mal so 1000 Punkte weg. Mhm. Schon nicht verkehrt. Das Gemetzel kommt ja dann irgendwo mal später. Hoffentlich bald. Ja, man fragt schon. Das klingt. Siehst du, ich guck mir mal die Galaxiekarte an. Ui! 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 Alter Schwede. Ist doch so groß geworden. Ja, aber wie? Also klar, an ein Elite Dangerous oder ein No Man's Sky kommt es nicht ran, aber alter Schwede, das sind schon echt viele. Wenn du hier rauszoomst, Galaxiekarte, das sind etliche Sternensysteme hier. Ja, sie haben ja geschrieben, Tausende. Also das ist schon... Ach, Blutverdus bin ich gestorben. Nein. Also nicht so schön. Mit dem Blutverlust meine ich, Galaxie doch so schön. Ja. Nochmal richtig viel zu erkunden. Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, das ist jetzt mal ein riesengroßer Pluspunkt gegenüber, auch gerade gegenüber Space Engineers, ja. Wo man jetzt halt wirklich von Haus aus jede Menge erkunden kann, wo man sagt, oh naja, hier ist schön, oh nö, hier fliege ich weg. Also wie bei No Man's Sky, also nach dem Motto, oh, was bietet denn der nächste Planet? Da musst du erstmal einen richtig eigentlich erkunden. Ja. Dafür hatte ich ja gar keine Zeit, erstmal richtig zu klotzen. Ah, da kommen wir auch noch zu. Das ist aber Ahax, was du gepflanzt hast, ne? Das ist die Pflanze, die wir da bekommen. Das ist der Kaffee, ne? Nee, das ist das mit dem Pflanzenprotein. Also das bekommen wir da auch raus. Haben die das geändert? Ich dachte, Ahax war Kaffee. Nee, Kaffee ist hier anders. Wie ist das? Nennt sich direkt Kaffeepflanze.
Ich mache mal draußen Protein und Fleisch. Das wächst ein bisschen schneller. Da ist hier drin. Da ist hier drin Platz für den anderen Zeugs. Oder ist das günstiger am Nahrungsmittel-Ding? Gute Frage. Kann sein. Nee, es geht nur schneller.